Und willkommen zur nächsten Folge. Wir stehen hier immer noch 18.24 Uhr am Hafen und hatten ja letztes Mal hier mit dem Proviantmeister Martin geredet und haben ein bisschen Infos gekriegt über diese Sache mit dem Waffenhändler. Ich kann das nicht glauben. Genau, und ach so, wir können ja auch mal mit einem Ritter reden und uns dann noch ein bisschen hier im Hafen umschauen. Warte mal. Ich habe mir das schon gedacht. Wie sieht's aus? Wenn du nichts Wichtigeres vorzubringen hast, verschwinde, Bursche. Ja, etwas runde. So warum seid ihr Paladine nach Korinnes gekommen? Das geht dich nichts an, Bursche. Für dich muss es reichen zu wissen, dass wir im Dienst der Innos und des Königs handeln. Das habe ich früher auch gemacht. Wer hat hier das Kommando? Lord Hagen. Und? Und sonst niemand. Lord Hagen ist der Oberbefehlshaber über die ganze Insel. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie kann ich Paladin werden? Diejenigen, die sich im Dienst der Innos oder des Königs würdig erweisen, werden erwählt. Das heißt im Klartext, nur die Besten werden genommen. Aber davon bist du noch sehr weit entfernt, mein Junge. Na gut. Dann schauen wir uns nochmal hier ein bisschen weiter um. Hier gibt es auch so eine Unterführung, aber hier ist noch ein Fischer tätig. Ah, hier liegt auch ein bisschen was rum. Ich glaube, Fisch bringt aber auch nur 5 Leben oder so, genau. Ah, stimmt, es gibt Muscheln. Habe ich ganz vergessen, dass es hier Muscheln gab. Genau, die kann man auch öffnen. Ah, wir haben tatsächlich eine Perle erhalten und die ist schon ein bisschen was wert. Okay, Hornmuschel kann man, glaube ich, nicht öffnen. Ah, doch. Nichts zu holen. Ja, finde ich aber immer ganz lustig in solchen Spielen, dass man da irgendwie eine Muschel auch noch aufmacht. So. Ja. Na gut. Hey, du. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ja, der hat auch schon wieder die Stimme von Diego. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Ja, dann haben wir ja schon gut damit angefangen, ihm hier auch was wegzunehmen. Ups. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Oh, gib mir all deine Fische. Können wir sogar auch sagen. Nein, also so sind wir natürlich jetzt nicht. Wir schämen uns jetzt eher, dass wir da was mitgenommen haben. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Ah, interessant. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Ja, das riecht ganz schön nach irgendeinem Piratenschmuggel oder so. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ja, da haben wir schon mal einen weiteren Anhaltspunkt. Sehr schön. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist er schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Ja, wir werden sehen. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ah, Mann. Farim, der Fischer. Wenn er schon mal ein Bett hat, dann haben wir natürlich nett gefragt, ob wir hier einmal uns mit ausbreiten können bei ihm kurz. Oh, schönes Regenwetter. Ja, gegenüber der Bucht, gegenüber des Hafens, eine Bucht im Norden und so weiter. Gut. Also wir werden dann bei Zeiten da eh nochmal so ein bisschen rumschwimmen. Aber erstmal schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Schauen nebenbei, ob wir vielleicht irgendwas rausfinden können. Ah, und hier ist eben das Schiff, von dem schon geredet wurde. Hat auch eine ganz eigenes Musikstück bekommen. Ja, hat auch einige Kanonen an Bord. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos. Ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Ja, da kommen wir jetzt nicht so einfach rauf. Und das ist auch nicht wie bei Assassin's Creed, dass man da ja so irgendwie sich rauf schleichen kann und dann irgendwo hochklettern kann. Auch wenn man hier Leitern hochgehen kann, also Assassin's Creed-mäßig ist das natürlich hier alles nicht. Wie ist die Lage? Du erwartest doch nicht im Ernst von mir eine Antwort auf diese Frage, Bursche. Ja, okay. Hier haben wir noch so einen kleinen Strandabschnitt und dann ist hier die Spielwelt mehr oder weniger auch zu Ende an der Stelle. Aber wir sehen schon, da ist ein Varan. Naja, gut, wir haben Licht, Feuerpfeil, Feuerball. Wir werden da mal diesen kleinen Strandabschnitt untersuchen, mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas finden, beziehungsweise gegen Varan überhaupt ankommen. Okay, hier sind so ein paar Hütten. Aber... Ah, hier wäre sogar auch ein Bett gewesen. Okay. Zwei Betten sogar.
Ja, das sieht natürlich sehr nach Fischerhütten aus. Und ja, wir haben ja immer noch diese diebische Ader aus dem ersten Teil. So ganz überwinden wir das natürlich noch nicht. Und wir wissen, wir brauchen alles, was irgendwie wichtig sein könnte hier auf unseren Reisen. Und sei es nur, um das zu verkaufen. Aber ähnlich wie im ersten Teil, also wenn man irgendwann wirklich nur noch sich heilt mit irgendwelchen Tränken, ja, dann braucht man jetzt auch nicht die einzelnen Fische oder so, ne? Wir können ja mal so ein bisschen was testen. Also erstmal der Bogen. Ja, gut, also das bringt schon mal nicht viel. Ich glaube, mit der Waffe... Ja, der ist dann eher ein bisschen zu mächtig. Schauen wir mal, was wir mit dem Feuerpfeil anrichten können. Oh, der ist schon besser. Wahrscheinlich hier auch so ein kleines Testfeld einfach. Oh, oh, oh. Oh, okay, ja, der. Ich wusste gar nicht, dass der da auch so ein bisschen höher kommt. Dann testen wir doch mal den Feuerball. Au! Oh. Okay, das schaffen wir, glaube ich, aber trotzdem nicht. Na gut, ich teste es nochmal. Vielleicht mit Ausweichen oder so. Ah, verdammt. Oh, was ist mit dem denn los? Okay. Ausweichen ist also nicht so gut an der Stelle. Das habe ich im ersten Teil eigentlich auch schon festgestellt, was die Tiere angeht. Ja, nee, okay. Ich glaube, das müssen wir lassen erstmal. Man kann zwar immer an der richtigen Stelle den Schlag setzen, sodass er immer zurückgetrieben wird. Aber mit 20% kritischer Trefferchance ist das einfach zu wenig. Da müssten wir schon mehr Chance haben, um gute Treffer zu landen. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Stärke und sowas alles. Gut, hier liegen diesmal keine Fische, aber wir gucken uns hier nochmal um. Ich meine, hier lagen nämlich auch irgendwelche Dinge. Wenn man sich die Mühe macht, hier rüber zu jumpen und zu klettern. Aber so richtig Wertvolles gab es hier, glaube ich, nicht. Oh, Moment mal. Gut, sie können natürlich auch Dinge hier platziert haben mit der Minimod-Balance, ne? Moment, alte Münzen? Die hatten wir bisher auch noch nicht. Ich glaube, die kann man nämlich noch an einer gewissen Stelle als Sammlung auch abgeben. Deswegen ist es immer gut, wenn man die einsammelt. Okay, Tränke sind natürlich immer gut. Oh, ein Erzbrocken das erste Mal. Ein magischer Erzbrocken. Die sind natürlich jetzt im zweiten Teil eher seltener, ne? Ach so, einen Ring hatten wir auch noch. Ja, einen Ring haben wir noch gar nicht, ne? Gut, den können wir auch nicht anlegen. So, mal gucken, was dieses Irrlicht jetzt macht. Oh!
Oh, das rostige Schwert hätte ich tatsächlich jetzt übersehen hier an der Stelle. Wir können sogar mit dem reden. Such mir etwas. Such einfach alles, was du finden kannst. Ach, damit hat sich doch die Frage erledigt. Weil es war ja so etwas widersprüchlich, was Vatras gesagt hat, ne? Ob das Ding jetzt nur Nahkampfwaffen finden kann oder alles Mögliche. Okay, ja doch, es kann beides. Such mir alles, was du finden kannst. Irrlicht, so. Sehr cool. Ja, dann. Na gut. Hier sind doch Bolzen. Das hätte das Irrlicht doch finden können. Eine Säge sogar noch. Irgendwo brauchte man, glaube ich, eine Säge. Aber ich glaube, das war im dritten Teil. Da konnte man irgendwie... Da haben sie das nochmal so ein bisschen ausgeweitet, ne? Dass man dann auch mal so kleine Sachen wie eine Säge und so zumindest ein-, zweimal im Spiel auch brauchen kann, weil irgendwelche Leute irgendwie was bauen wollen oder so. Gut. Ich denke mal, schwimmen werde ich jetzt noch nicht... Wir werden uns jetzt noch mal so ein bisschen im Hafenviertel umgucken. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, man ist so lahm. Man läuft so langsam. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist wie bei Morrowind damals, wo man das Laufen auch erstmal steigern muss. Was ist das denn schon wieder hier? Ich wundere mich immer. Aber gut, gar nichts es geht. Probleme habe ich kaum sehen. Der Pfad der Tugend ist lang. Seine Meinung kennst du ja schon. Okay, das sind einfach Bürger. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Davon lasse ich lieber. Halvor? Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Ich werde mich da nicht. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch, da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinnis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich hab mir das Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Das hätte ich dir vorher sagen können. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinnis. Das ist wahr. Ist das wirklich wahr? Zeig mir deine Fische. Na gut. Glaubst du wirklich? Okay, der hat einfach nur normale Fische. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich habe so einiges gehört. Ein rostiges Schwert können wir verkaufen. Ich hab was anderes gehört. Ich hab da meine eigene Meinung. Ja, ich glaube, die Sachen behalten wir lieber erstmal. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir können nur abwarten. Nur Inos entscheidet über Rechnung. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Sag mir nicht, dass du das nicht. Ja, wie gesagt, es lohnt sich manchmal hier noch auf den Dächern zu gucken, weil da manchmal was versteckt wird. Glaubst du wirklich? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Warum hört eigentlich? Erzählt sich ja so einiges. Ich weiß gar nicht, ob er meckert, wenn wir da reingehen. Halvors Fischstube zur glitschigen Forelle. Egal. Du hast hier nichts zu suchen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Naja. Glaubst du wirklich? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Die rote Laterne. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinnis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Genau das habe ich auch. Okay. Da stehst du ja draußen rum. Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn geben.
Ja, sowas gab es nicht wirklich im ersten Teil. Da gab es ja nur diese Frauen, die da so rumge... Naja, was heißt... Also, die wurden ja da reingeschmissen und die blöden Erzbarone. Ja, haben die dann bei sich da gehabt. Der erzähle ich gar nichts mehr. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Ja, wobei, er hat jetzt auch die gute Kleidung an, wie dieser Valentino aus dem oberen Viertel. Ja gut, das kann man vielleicht später mal machen. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Ja, Lucia, schon wieder jemand, der weg ist. Man muss sich auch überlegen, ne? Ständig erzählen hier irgendwelche Leute, dass irgendwelche Leute weg sind. Das wäre halt normalerweise im Grundspiel eben alles nicht der Fall, ne? Da würde man jetzt eben etwas weniger rumreden mit irgendwelchen Leuten. Und das sorgt natürlich insgesamt dafür, dass man schon das Gefühl hat, dass man wirklich lange und viel mit Leuten reden kann hier in der Stadt. Aber ist ja auch okay, fühlt sich dann mehr an wie eine Stadt halt, ne? Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Na gut, dann reden wir mal hier mit den Leuten. Hey. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. 528 Gold. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt mal schon machen soll. Ich habe für so etwas keine Zeit. Machen wir vielleicht ein bisschen später. Aber wir nehmen noch mal hier so ein bisschen was mit. Gratis. Das ist kein Geheimnis. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, wenn hier irgendwas verschlossen ist, dann ist das immer sehr interessant natürlich. Das habe ich schon immer gesagt. So, hier stehen auch schon gleich zwei. Hey, du. Ich bin beschäftigt. Und Peck. Moment mal. Moment mal, Peck? Hieß nicht der eine verschwundene Gardist in Gothic 1 auch Peck, den man dann tot in der Höhle gefunden hat? Wo man auch das Amulett dem einen bringen sollte, dem einen Schatten im Alpenlager? Ach nee, Quatsch, der hieß Neck. Okay, dann halt, fast. Hey, was liegt an? Mann, ich bin beschäftigt! Lass mich in Ruhe! Ja, gut. Die haben noch nicht mal eine Tür hier drin. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ja gut, hier könnte man auch gratis schlafen, ne? Aber irgendwie sehen die Wände ein bisschen schmutzig aus. Aber ist vielleicht jetzt auch nur wegen der Grafik halt, ne? Er stellt sich das immer so einfach. Ah Gott. Worum soll ich mich denn da noch ein bisschen schnupfen? Ich habe was anderes gehört. 11.38 Uhr, nee. Das machen wir vielleicht mal zwischendurch, wenn wir irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr Gold haben und es vielleicht gerade auch abends ist oder so. Ehrlich, ich habe
Ja, auch hier kann man halt immer wieder in irgendwelche Häuser rein, aber das merken halt Leute. Na bitte, geht doch. Ich glaube da nicht dran. Ach, erzähl mir nicht sowas. Und ich meine, wir würden natürlich sehr gerne in diese ganzen Truhen mal reingucken, die hier überall so stehen. Oder meistens stehen. Aber da kennen wir uns eben nicht so aus halt, ne? Ich habe was anderes gehört. Na, nochmal gucken, ob auf den Dächern hier gerade was ist. Ach, die gute Ella. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Ah. Ich glaube, wir können ihr wirklich bei Zeiten dann auch so eine Statue mal vorbeibringen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Na, davon haben wir jetzt ja genug, ne? Kannst du mir eine Suppe kochen? Oh, drei Fische oder ein Fisch? Moment. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man die Auswahl dann nochmal haben wird. Ich meine, wir haben ja genügend, ne? Ich glaube, ich würde mal lieber erstmal drei nehmen. Ja, machen wir das doch. Nichts leichter als das. Hier. Okay, mal gucken. Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Na, okay. Okay, wir haben fünf Fischsuppen. Wir haben jetzt aber keine spezielle gekriegt. Okay. Vielleicht gibt es noch eine andere Fischsuppe mit einem Fisch, die irgendwie weniger Leben macht oder so. Na gut. Ja, Edda ist auf jeden Fall immer eine echt nette. Und wir dürfen ja auch, wenn das hier ihre Hütte ist, bei ihr schlafen. Und das Lustige ist, also wir haben auch tatsächlich bei uns im Rollenspiel, also bei DSA, haben wir das tatsächlich, als wir vor zwei, drei Jahren oder so, nachdem wir eine große Kampagne beendet hatten, dann zusammen so ein kleines, nein, nicht ein Setting erstellt haben, aber wir wollten halt so ein kleines Dorfsetting für uns kreieren. Und das ist ja, also die Leute, die von euch DSA kennen, wissen vielleicht, dass das immer so eine Sache ist, so ein kleines Dorf zu erschaffen oder so, weil man muss immer, naja gut, ist okay, es geht eigentlich relativ einfach, wenn es nur ein kleines Dorf ist. Aber wir wollten auch im Süden halt spielen und haben dann tatsächlich so ein kleines Projekt gemacht, dass wir auf einer der Moskito-Inseln, auf Eltikan, genau genommen, so ein kleines Dorf geschaffen haben, mit einer Hintergrundgeschichte und Leuten und einem Stammbaum und so weiter. Und dann wollten wir halt auch einfach mal Dörfler spielen und so. Mit dem reden wir auch gleich noch. Und dafür haben wir natürlich dann auch Leute erstellt und unsere Charaktere mussten natürlich dann auch eingebettet werden in, ja, also, ne, dass sie halt Freunde, Familie und sowas haben. Und der eine Spieler, der hier auch dieses Spiel sehr gut kennt, der hat dann angelehnt an die Edda hier, die Mutter seines Charakters dann im Stammbaum auch Edda genannt. Hat ganz gut reingepasst vom Namen her eigentlich bei DSA und hat dann auch gesagt, dass sie halt immer besonders gut Fische verarbeiten kann, weil das ja auch an der Küste halt ist und immer ganz viel Fischfang betrieben wird. Und ja, dann haben wir da eben auch eine Anlehnung an Edda bei uns im Spiel. Hey! Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Ah, und wir sehen da hinten schon, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, hier schneller ins Hafenviertel zu kommen. Naja gut, wir sehen uns wirklich um, ne? Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen.
Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Ja, gut. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Ja, das ist natürlich toll. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Ja, das ist natürlich toll, ne? Für 50 jetzt entweder einem netten Mann hier, einem kleinen Schmied, was geben, damit wir überhaupt Stärke lernen können. Oder halt in die rote Laterne. Aber gut. Wir haben ja noch 10 Lernpunkte und ich wollte eigentlich tatsächlich auch Stärke lernen. Weil wie gesagt, ne, das mit dem Schwertkampf verbessern, das lohnt sich dann irgendwie später erst, finde ich. Und ja, wir brauchen einfach, um uns auch mit irgendwelchen Leuten und Monstern besser anlegen zu können, brauchen wir wirklich erstmal ein bisschen Stärke und so, um bessere Waffen benutzen zu können. Ich will bei dir trainieren. Gut, wir können anfangen, sobald du bereit bist. Ich will stärker werden. Ja, dann machen wir das mal, ne? 10 Stärke. Ah, wir sind gar nicht mehr so weit von Stufe 3 entfernt. Sehr, sehr gut. Okay, Stärke 25. Wir gucken auf unsere Waffen. Ich glaube, wir haben auch so einen Gürtel hier, ne? Oh ja, Stärke 5. Ach, verdammt. Wobei das Rostige würde auch nur 5 Schaden mehr machen. Da sieht man auch, dass das eine recht schlechte Waffe ist. Also die, ich sag mal, die nicht so geilen Waffen, die brauchen meistens ungefähr so viel Stärke, wie sie Schaden machen halt dann auch, ne? Ist halt ein rostiges Schwert. Da könnte man im Prinzip schon, wenn man die 30 Stärke hat, auch gleich die rostige Axt. Ja, wobei. Nee, wir haben ja schon Einhandwaffen gelernt. Und von 60 Stärke sind wir noch weit entfernt. Ja, das Pacing, also mit dem Steigern und so, das ist hier eben, das dauert hier eben echt lange. Weil eben das Add-on noch dabei ist, ne? Es muss ja, man muss ja auf lange Frist eine Motivation haben, besser zu werden. Da muss man ein bisschen Geduld haben, aber sie schaffen es in diesem Spiel auf jeden Fall gut, das durchzuziehen über lange, lange Strecken. Was gibt's Neues? Seitdem die Barriere weg ist, wimmelt es in der Gegend um die Stadt nur so von Banditen. Aber die Paladine unternehmen nichts. Warum zum Teufel sind die Kerle dann hier? Wir gucken mal, wo wir überhaupt hier hinkommen würden, wenn wir hier lang gehen. Ah ja, hier sind auch Büsche, da kann man das mal schnell übersehen. Ah, hier kommen wir wieder auf die Hauptstraße des Unterviertels. Ganz am Anfang habe ich, glaube ich, immer diesen Weg hier verpeilt. Achso, hier oben waren wir ja schon mal. Ah, nee, Moment. Wir wollten ja noch mit dem anderen da reden. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man auch mal in die Häuser reinguckt, weil es hier eben auch nochmal speziellere Leute gibt.
Und hier hat anscheinend irgendjemand mit Boten, Untoten zu tun oder so. Eine Harpie sehen wir hier auch. Also, eieiei. Aber ich würde mal sagen, was das hier für ein Kerl ist, das finden wir dann nächstes Mal raus. Da schauen wir uns dann auch nochmal ein bisschen weiter im Viertel um und versuchen dann mal so langsam einen Handwerksmeister zu finden. Ja, vielleicht schwimmen wir auch nochmal etwas in der Bucht rum und suchen diese, im Hafenbecken rum und suchen diese Bucht und so weiter. Ja, so ein bisschen in der Stadt werden wir natürlich noch sein. Okay, dann also erstmal bis hierher und ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn.